Seit mehr als 1000 Jahren ist der Islam die dominierende Religion der arabischen Welt. Aber was viele nicht wissen, vor dem Glauben an den einen Gott verehrten die arabischen Stämme eine Vielzahl von Gottheiten, auch in der Kaaba in Mekka. Und einige Göttinnen wurden sogar als Töchter Allahs bezeichnet. Wer diese Gottheiten waren und was aus ihnen wurde, darum geht es im heutigen Video. Hallo zusammen, hier ist Konstantin und heute geht es um ein ganz besonders spannendes Thema und auch deswegen spannend, weil es weit in die Geschichte zurückreicht und weil meines Wissens nach gar nicht so viele Leute davon einen Eindruck haben oder eine Ahnung haben. Nämlich geht es heute um die vorislamische arabische Götterwelt. Und wenn euch solche Themen interessieren, also auch Religionsgeschichte und Geschichte im Allgemeinen, gerade im Nahen Osten, dann, ihr kennt das Spiel, liked den Kanal, schreibt es mir in den Kommentaren, verbreitet das Video, wenn es euch gefällt, shared es und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bei den nächsten Videos auch wieder dabei seid. Bevor wir uns jetzt aber mal die Götterwelt der antiken Araber anschauen, bevor der Islam die dominierende Religion wurde, ist es noch wichtig zu sagen, dass es eben nicht nur die sogenannten heidnischen Religionen auf der arabischen Halbinsel gab. Da gab es nämlich auch eine relativ interessante und lange jüdische und auch christliche Tradition. Und zu Zeiten des Propheten Mohammed gab es auch in Medina, in Mekka, in der Region dort, also die Hedschas, gab es jüdische Stämme. Und die waren ein wichtiger Teil in der frühislamischen Geschichte. Und diese jüdischen Stämme waren politische Gegner des Propheten Mohammeds und seinen Anhängern. Und diese Konflikte, die es damals im 7. Jahrhundert gab, die sind leider immer noch Quelle von Koranversen, die von Antisemiten benutzt werden, um ein Gegnertum des Islam zum Judentum zu konstruieren und zu propagandieren. Also spannende Geschichte, Juden auf der arabischen Halbinsel, aber heute soll es ganz konkret um die sogenannten heidnischen, die polytheistischen Religionen vor dem Propheten Mohammed auf der arabischen Halbinsel gehen. Der Nahe Osten war jahrtausende lang polytheistisch geprägt und Polytheismus, das bedeutet letztendlich, dass es ein Glaubenssystem oder Glaubenssysteme gab, in denen mehrere Göttinnen und Götter verehrt wurden. Manchmal mit unterschiedlichen Rollen, aber das ist so das, was man sagen kann. Polytheismus bedeutet der Glaube an viele Götter. Und das war im Nahen Osten seit Beginn der Zivilisation eigentlich so der Standard. Also wir haben sehr viele alte Zivilisationen, die Jahrtausende vor Christus zurückreichen. Die Sumerer, die Babylonier, die Assyrer, die Akkader, die Meder und so weiter. Und sie alle hatten ein polytheistisches Glaubensverständnis, also viele verschiedene Göttinnen und Götter. Und das ist eben auch die Situation, die wir im 7. christlichen Jahrhundert in der Region des heutigen Arabiens haben. Und deswegen möchte ich jetzt gleich mal einen Gott anschauen. Also wie gesagt, es gab viele verschiedene Götter, das ist wichtig zu merken. Einen dieser Götter, den möchte ich mir jetzt mal speziell anschauen, nämlich Hubal. Hubal, das war sehr wahrscheinlich der zentrale Gott oder der wichtigste Gott der Quraysh. Quraysh, veraltet auch Quraischiten genannt, das war der arabische Stamm, der zu Zeiten des Propheten Mohammeds die Kontrolle über die große Handelsstadt Mekka hatte. Und der Prophet Mohammed war auch Teil dieses Stammes, er war auch ein Quraysh oder Quraischit. Und der zentrale Punkt dieser Anbetung war wahrscheinlich die Kaaba in Mekka. Also der schwarze Würfel, der heute noch das Zentrum des islamischen Glaubens ist, das Zentrum der islamischen Welt, in der großen Moschee von Mekka, wohin die Hadsch, die Pilgerfahrt jedes Jahr hingeht, das gab es schon vor dem Islam. Und es war auch damals schon ein Heiligtum. Und es wird überliefert, dass dort 360 Götzenbilder angebetet wurden. Und wahrscheinlich war Hubal, der mächtigste Gott der Quraysh, war so die wichtigste Figur, die dort angebetet wurde. Es gibt Überlieferungen, wie das Götzenbild von ihm dort aussah in der Kaaba, nämlich dass es eine menschliche Gestalt wäre, deren rechte Hand golden war. Und diese Gottheit wurde angerufen, um die Zukunft vorherzusehen. Also es gab ein Ritual, wo Pfeile vor dieses Götzenbild geworfen wurden und anhand der Landung dieser Pfeile sollte man ablesen können, wie sich die Zukunft entwickeln wird. Dieser Hubal wurde wahrscheinlich aus dem Norden Arabiens, also von den Nabatäern und so weiter, importiert. Also ist keine dezidiert mekkanische Gottheit
Und man ist sich auch nicht sicher, was für eine Gottheit er denn wirklich war. Also es gab die alte Theorie, dass er ein Mondgott gewesen ist. Die wird jetzt heute, glaube ich, nicht mehr so stark vertreten. Dann gibt es die Interpretation, dass Hubal ein Wettergott war oder ein Kriegsgott. Das stützt sich darauf, dass die Mekkaner im Kampf gegen Mohammed damals Hubal im Krieg angerufen haben, dass er zeigen soll, dass er doch der mächtigste Gott ist und mächtiger als diesen neuen Gott, den Mohammed da anschleppt. Was auch nicht sicher ist, ist die Beziehung zwischen Hubal und Allah. Und das wird jetzt richtig interessant. Heute ist natürlich im Kontext klar, oder scheint klar zu sein im Kontext, dass Allah der Name des Gottes ist, des einen Gottes, den die Muslime anbeten. Aber müssen wir auch ein bisschen genauer hinschauen. Allah ist erstmal nur eine Bezeichnung für Gott oder für den Gott, einen Gott. Und das ist auch interessant zu sehen, dass auch zum Beispiel arabische Christen, die ja keine Muslime sind, sondern Christen, dass auch deren Wort für Gott Allah ist. Also es ist falsch zu glauben, dass Allah jetzt irgendwie der Eigenname des muslimischen Gottes wäre. Nein, Allah bedeutet eigentlich nur Gott oder der Gott. Aber im heutigen Kontext ist natürlich klar, wenn von Allah die Rede ist, ist meistens die zentrale Gestalt, der einzige Gott im Islam gemeint. Und diese sprachliche Mehrdeutigkeit, die wird auch interessant, wenn wir in diese Zeit schauen, als der Islam entstanden ist und kurz davor. Denn etwa Ibn Kathir, das ist ein islamischer Gelehrter des 14. Jahrhunderts, der berichtet, dass auch damals, also davor, vor Mohammed schon Allah angebetet wurde oder zumindest Allah als Gestalt, als Gott bekannt war. Und zwar als unsichtbarer Schöpfergott, der letztendlich doch irgendwie die Geschicke der Welt lenkt. Ich kann gleich sagen, die Wissenschaftler, die Forschenden, die sind sich nicht einig, wie es jetzt genau aussieht. Also ob Allah eine eigene Gottheit war, damals schon vor Mohammed, oder ob es nur ein Titel war, wie ein Ehrentitel. Das ist eine Theorie, dass Allah eigentlich eine besondere Bezeichnung für den Gott Hubal, von dem ich gerade erzählt habe, war, um herauszustellen, dass er zwar einer von vielen Göttern ist, aber eigentlich der mächtigste und dass er deswegen den Namen Gott, der Gott bekommen hat, sodass klar war, wenn von Göttern die Rede ist, dann ist auf jeden Fall Hubal damit gemeint. Andere Theorien sagen aber, dass Hubal und Allah, dass das verschiedene Gottheiten waren, dass Allah eigentlich so der ältere Gott ist, der Schöpfergott, der damals angebetet wurde, der auch der Gott war, dem die Kaaba ursprünglich gewidmet war und dass erst später dann, wahrscheinlich so etwa 100 Jahre vor dem Leben Mohammeds, dass da dann die neueren lokalen Götter wie eben Hubal wichtiger wurden, gerade für die Quraysh, und dass er deswegen Hubal so die Bedeutung Allahs etwas eingenommen hat und halt eben auch die wichtigste Götze wurde, die in der Kaaba angebetet wurde. Aber, und das ist auch hier ganz wichtig, wir wissen es einfach nicht, die Forschung ist sich nicht einig, welche Rolle diese Bezeichnung dieser Gott Allah vor Mohammed schon in Mekka gespielt hat und ob ihm geopfert wurde, wie ihm geopfert wurde und so weiter. Das ist schlichtweg nicht bekannt, das wissen wir leider nicht. Was wir aber wissen ist, dass es nicht nur männliche Gottheiten gab im Pantheon, in der Gesamtheit der Götter der Araber vor dem Islam. Es gab auch Göttinnen und ganz besonders sind davon drei wichtig. Und sie heißen Al-Lat, Al-Usa und Manat. Und gerade Al-Lat, also eine von diesen drei Göttinnen, spielt eine wichtige Rolle und war auch schon länger bekannt. Also Herodot, der große griechische Historiker, hat schon 1000 Jahre vor dem Leben von Mohammed von Al-Lat, ein bisschen anders geschrieben damals, aber hat von ihr berichtet und hat sie mit Aphrodite gleichgesetzt. Und wahrscheinlich wurden auch diese Gottheiten, diese drei Göttinnen aus dem Norden der arabischen Halbinsel importiert und es gibt die Theorien, dass sie viel mit dem Mond, mit der Sonne und mit der Venus, dem Planeten Venus, zu tun gehabt haben könnten. Und es gibt die Überlieferung, dass die Mekkaner tatsächlich zu einem bestimmten Zeitpunkt diese drei Göttinnen als die Töchter Allahs bezeichnet haben. Was natürlich sehr interessant ist, wenn man sich anschaut, wer Allah heute ist und dass das eigentlich ein kompletter Widerspruch ist zu dem, was man im Islam über Allah weiß. Und hier kommt eine sehr interessante Geschichte rein, nämlich die von den sogenannten satanischen Versen. Und da geht es jetzt nicht um den Roman von Salman Rushdie, den ich übrigens sehr empfehlen kann, der ist sehr interessant zu lesen, aber es geht um eine Geschichte aus der islamischen Frühzeit. Nämlich laut Koran hat Mohammed zu den Mekkanern gesprochen und hat eben über diese drei Göttinnen gesprochen. Und in der, sag ich mal, autorisierten, in der heute geläufigen Version des Korans sagt er über diese drei Göttinnen: Habt ihr Lat und Usa gesehen und auch Manat, diese andere, die dritte? Jene sind nur leere Namen, welche ihr und eure Väter für die Götzen ausdachtet, wozu Allah keine Erlaubnis gegeben hat.
Also, wir sehen, er nennt diese drei Göttinnen, die angebetet wurden, aber sagt gleich, ihre Namen sind bedeutungslos und es sind eigentlich nur Götzenbilder und Allah, also der eine Gott, hat keine Erlaubnis gegeben, sie anzubeten. Aber hier kommt dann diese Geschichte von den sogenannten satanischen Versen ins Spiel. In einigen Überlieferungen heißt es, dass der Teufel, das Scheitan, Mohammed etwas eingeflüstert hat, als er diese Rede gehalten hat, dass sich der Teufel als Erzengel Gabriel ausgegeben hat und ihm praktisch eingeflüstert hat, was er sagen soll. Und dann klingt das Ganze so. Habt ihr Lat und Usa gesehen und auch Manat, diese andere, die dritte? Das sind die erhabenen Kraniche. Auf ihre Fürbitte darf man hoffen. Also man sieht hier in dieser Geschichte, dass er letztendlich akzeptiert, dass man auch diese drei Göttinnen anbeten darf. Erhabene Kraniche, das ist so eine Schwierigkeit in der Übersetzung. Kranich ist hier als Sinnbild zu sehen, also für ein Ideal, für ein weibliches Schönheitsideal und Anmut und so weiter. Diese Geschichte, dass der Teufel Mohammed dieses Okay eingeflüstert hat, dass man auch heidnische Gottheiten anbeten darf, die war schon immer sehr umstritten. Also in der islamischen Frühzeit hat man viel darüber diskutiert. Heute geht man eigentlich davon aus, also zumindest ist das die langläufige Meinung unter den islamischen Gelehrten, dass diese Geschichte erst im Nachhinein erfunden wurde und dass sie nicht authentisch ist, weil die Idee, dass man neben Allah noch drei weitere Göttinnen hat, die sowas von fundamental allem widerspricht, was Mohammed gepredigt hat und für was der Islam an sich eigentlich steht. So, wir sind auch schon am Ende dieses kleinen Videos, dieses kleinen Abrisses über die vorislamische arabische Götterwelt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt dabei. Und wenn es euch mehr interessiert, also auch, vorislamische Geschichte, arabische Geschichte, aber auch islamische Geschichte und solche Sachen, dann, wie gesagt, lasst es mich gerne wissen. Schreibt mir Kommentare und vor allem abonniert den Kanal und ihr kriegt dann immer mit, wenn neue Videos zu solchen Themen online gestellt werden. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, ciao.